Es ist nicht leicht. Ist das wirklich, ist das der Endboss dieser Welt? Also ich frage mich wirklich langsam, wie lange werde ich wohl in dieser Welt noch verbringen? Gotcha! Ich habe die Kritiker hier komplett unterschätzt. Das ist echt unmöglich schwer, das ist. Ich meine, nicht, dass ich da jetzt was gegen sagen würde, ich liebe es, weil ich halt eine Herausforderung habe. Aber... das wird halt für die Zuschauer eventuell langweilig werden. Das ist halt wirklich einfach sehr viel stärker. Ich denke, dass die Team hat das auch wirklich nicht relativ gut durch. Oh ja, es kommt doch wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie mal versuche, halbwegs... Ach komm schon! Lasst mich doch heilen! Ich brauche unbedingt Antidisruptor. Oder wie sie es nennen in diesem Teil. Oh. Ich während der Heilung sterben kann, ist so nervig.
Was ist das für eine Attacke? Ist kurz vor. Nein, Mann! Ach, Mann! Wirklich jetzt? Küche. Die Gerichte, die du zusammen mit dem kleinen Koch zubereitest, verleihen dir vorübergehende Statusverbesserung. Wenn du ein komplettes Menü isst, besteht das Vorspeise, Suppe, Fischgericht, Fleischgericht und Dessert, erhältst du eine zusätzliche Fertigkeit, einen sogenannten Menüvorteil. Wenn du dich für deine Tagesempfehlung entscheidest und den kleinen Koch die Gerichte für dich auswählen lässt, erfährst du im Vorhinein, was der Menüvorteil ist, noch bevor du irgendwelche Items verbrauchst. Okay. Ich hab aber nicht das komplette Menü, also werde ich es doch mal lassen. Die Spin-Attacke von ihr ist recht hart. Was mache ich nur gegen die? Ich meine, ich darf auch nicht die kleinen Herzlosen ignorieren. Wenn ich jetzt einfach nur versuche, die Puppe zu besiegen, holen die Herzlosen, dann machen mich die kleinen Viecher fertig. Meine Fresse! Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Wut. Führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Aber nicht ich, nicht der Gegner leidet, ich leide. Was möchtest du?
Was ist denn das gewesen? Mann! Ich entdecke jetzt hier neue Sachen und dadurch sterbe ich. Das war nicht gewollt. Ich habe von irgendwas Schaden erhalten, was ich nicht mitgekriegt habe, und dann kam sie von hinten. Mit ihren gefährlichen Hasenohren. Ich frage mich wirklich, wie lange ich jetzt schon an diesem Fall sitze. Allgemein, wie lange ich in diesem Raum sitze. Ich meine, ich habe ja mittlerweile wenigstens ein bisschen Fortschritt gemacht, aber wenn das so weitergeht mit der Geschwindigkeit dieser Welt. Echt lange. Keine Ahnung. Noch Zipfler, da. Okay, dann. Oh. Oh mein. Toll. Ja, genau, das wollte ich jetzt auch unbedingt, dass noch ein Rappen auflaufen. Nein, weg, 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 weg. Ja, da war die Todespirouette. Wow. Oh. Nein. Verdammt. Ein Schaden. Ja. Wenn das klingt, bin ich sofort tot, wenn mich jemand trifft. Ach, Mann. Ich habe keine 360 Grad Peripherie Sicht. Ich hab das Gefühl, ich brauch nicht. Okay. Ich hab. Tschüss.
over here. Give up. Okay. Back at ya. Got him. Was mir das hier? Nein. Ach komm schon. Da ist er hinten. Wieso verteidigst du den, Mann? Wie soll das jetzt in die anderen Welt? Wie lang wird dieses Spiel? Wie lang wird dieses LP? 300 Parts? Habe ich länger Spaß mit dem Spiel? So. Her mit dem Buff. Ich will weg! Wo sie jetzt kacken gerührt wird. Ist doch wohl nicht wirklich euer Ernst. Ich hab noch keinen Dickschädel oder Trotzkopf, oder? Ich glaube, nach dem nächsten Versuch gucke ich mir wirklich mal an, ob ich vielleicht schon mal sowas hab. Muss doch irgend. Es kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist. Jetzt habe ich eigentlich kurz das Gefühl, dass es teilweise auf Level 1 leichter ist. Auf Level 1 Fähigkeit Wer auch immer mich geheilt hat. Danke. Back off! Over here! Hin. Oh Mann. Das
komm schon, Mann! Es kann doch nicht euer Ernst sein.